Die Arbeit See That Sound, Hear That Image ist eine temporäre Intervention für den Grazer Uhrturm. Das Spannende am Grazer Uhrturm ist, dass er mehr oder weniger für die Veröffentlichung von Zeit, von mechanisch gemessener Zeit, in Graz sehr singuläre Stellung hat, weil im späten 14. Jahrhundert hat man diese Uhr dort bereits installiert. Und Zeit ist natürlich machtpolitisch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wie man auch noch in der jüngeren Geschichte zum Beispiel sieht, ein kleines Beispiel, Pol Pot und die Roten Khmer in Kambodscha haben in den frühen 70er Jahren, wie sie ihre Revolution durchgeführt haben, als eines der ersten Akte die Zeit in Form von Uhren verboten, per Todesstrafe. Das hat Armbanduhren genauso betroffen wie Küchenuhren, wie Turmuhren. Warum? Weil Zeit quasi ein Tool ist, mit dem man Gesellschaft organisieren kann. Und um eine Konterrevolution zu verhindern, hat man eben genau dieses Tool der Bevölkerung weggenommen. Ein anderes Beispiel aus der Finanzindustrie wäre zum Beispiel die Börse in New York. Wie viele wahrscheinlich wissen, werden ja die meisten Geschäftsabbuchungen über Computer generiert, über Algorithmen. Und diese Computer buchen in einer Sekunde fast an die 1000 Verschiebungen von Aktien, Ankäufen, Verkäufen und so weiter und so fort. Da geht es um Millisekunden und deshalb gibt es auch immer wieder Streit mit den Hedgefonds, die Zugang zu den Börsen haben, weil quasi Meter entscheiden zwischen einem guten Geschäftsgang und einem schlechten. Wenn dieser Computer nämlich in Boston steht, dann ist sozusagen die Datenübertragung um einige wenige Sekunden oder Millisekunden später dran, als wenn ich praktisch um die Ecke einen Computer stehen habe. Und das bedeutet den Unterschied zwischen großem Gewinn und kleinem Gewinn. Was ist Zeit per se und warum ist diese Zeit jetzt hier mit Licht komponiert? Ich würde mal sagen, ich mache da einen Kunstgriff, indem ich quasi die Zeit beleuchte, obwohl man Zeit gar nicht beleuchten kann. Ich verbinde ein akustisches Signal, das Läuten, das dafür verantwortlich war, auch im Mittelalter, dass man quasi die Zeit akustisch veröffentlichen hat können und Gesellschaft damit auch koordinieren konnte und effizienter machen konnte mit dem Licht. Physikalisch gesehen gibt es da aber einen gewissen Anachronismus, einen Widerspruch. Schallgeschwindigkeit ist nämlich nicht mehr als 360 Meter pro Sekunde. Lichtgeschwindigkeit hingegen bewegt sich mit 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und diese Differenz, die wiederum auch unseren realen Raum konnotiert, wie wir mit unseren Sinnesorganen Raum wahrnehmen, die wird sehr schön augenscheinlich, wenn wir dieses Herunterdimmen des Lichts bei voller Stunde oder bei jeder Viertelstunde beobachten. Man wird nämlich aus der Distanz realisieren, dass das Licht viel, viel schneller ankommt und der Glockenschlag quasi asynchron dem Licht ungefähr nach einer Sekunde folgt. Also diese Differenz, die man sonst vielleicht bei Gewittern, Donner und Blitzschlag kennt, ist hier nachvollziehbar für jeden, der im öffentlichen Raum sich bewegt, quasi stundenmäßig und viertelstundenmäßig abrufbar. Licht per se vielleicht auch noch, hat natürlich auch diese schöne Angewohnheit, was ich auch ganz spannend finde, dass dieser Energieträger, weil Licht ist ja letztendlich von der Materie her oder vom Aggregatzustand einer von mehreren Aggregatzuständen, wie Energie auftauchen kann. Licht ist der Purste zu 100% immateriell, er ist aber eigentlich auch unsichtbar. Also das Interessante ist, Licht wird ja erst manifest, wenn es auf Gegenstände, auf materielle Gegenstände trifft und somit in der Reflexion für unser Auge wahrnehmbar ist.
Ein normaler materieller Gegenstand beinhaltet aber genauso Energie, nur sehen wir das quasi nicht mit unseren Sinnesorganen. Also wenn man zum Beispiel einen Menschen, oder Sie kennen das von Infrarotkameras, die in einem anderen Lichtspektrum Bilder erzeugen, dann werden Sie erkennen, dass wir alle Wärmestrahlung abgeben. Und es gibt letztendlich keinen Gegenstand im gesamten Universum, der letztendlich, wenn er in einer materiellen Form vorhanden ist, nicht Energie abstrahlt, es sei denn, dieser Gegenstand befindet sich nahe dem absoluten Nullpunkt. Das ist ungefähr minus 270 Grad, weil in diesem Moment bewegen sich Atome, also sprich Protonen und Neutronen, nicht mehr und stehen quasi still und erzeugen dadurch auch keine Energiestrahlung.